Wieder da, hallo. Drücke Kobold. Ach ja, hier hat ja jemand das Licht ausgemacht. Gehen wir mit Dave nach oben. Da haben wir noch was zu erledigen. Ich glaube, die stelle ich erstmal wieder nach draußen. Und zwar. Der Strom weg. Naja, macht nix. Okay, das ging relativ schnell. Jetzt hat man auch gleich wieder so einen kleinen Bug hier drin gehabt, weil in diesem Raum ist zurzeit sowieso kein Strom. Ich kann ja mal so ein Ding hier benutzen. Keinen Sinn. Ich könnte auch langsam der Alarm mal. Hä? Achso, jetzt erklärt er das. Okay. Ja, ich hätte mich jetzt eigentlich umgerannt. Aber wir sehen das alle mal nicht so eng hier. Ich finde das schön, wenn so ein Spiel meine Aufgabe übernimmt. Ja, ich weiß, gestern war es irgendwie lustiger. So, hier sind die Drähte durch. Da brauchen wir erstmal eine Taschenlampe. Und am besten mit Batterien drin. Und die sind in dem Radio, was wir gerade aus dem Pool geholt haben. Kann so nicht arbeiten. Was wollte ich? Batterien. Benutze Batterien mit Taschenlampe. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, wodurch diese Cutscene eigentlich getriggert werden, sagt man. Benutze Taschenlampe? Ah ja, so geht's. Benutze Hauptschalter. Benutze Werkzeug mit Drähte. Zufällig. Wir müssen zu Bernhard. Den Strom wieder einschalten. Und weg hier. Weil normalerweise müsste dieses komische Flugviech wieder ankommen. Stecken wir mal hier. Okay. Wo war ich? Genau. Jetzt müsste eigentlich der Doktor an dem Automaten spielen. Okay, wir haben ja noch diesen Umschlag hier von aus dem Safe da vorhin. Öffne Umschlag. Da ist ein Viertel Dollar drin. Das ist gut.
Ja, der Umschlag ist jetzt kaputt. Macht aber nichts. Wir brauchen noch diese Röhre hier aus dem Radio. Das können wir in der Zwischenzeit machen. Hallo. Zack. Benutze Röhre. So, und das ist diese Sonderfunktion. Das ist der Bernd, der Einzige, der das reparieren kann. Das scheint schwierig zu sein. Ich schau mal auf dieses Poster. Da können wir dann anrufen und die Meteoritenpolizei anrufen halt. Bams. Ja, wir können ja... Drücke Kobold. Wo ist Dave? Dave ist da, richtig, der wartet auf den... Vielleicht müssen wir auch erst ins Verlies. Da waren wir noch gar nicht drin. Fällt mir gerade mal ein. Aha. Rostiger Schlüssel mit Tür. Oh. Glühender Schlüssel, leuchtender Schlüssel. Passt in beide Schlösser. Öffnet Tür. So, wenn wir die Nummer jetzt hätten, wären wir ein ganzes Stück weiter. Ich benutze einfach mal das Ding hier. So, gesagt. 1977. So, das war das und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge das Ending durchkriegen. Bis dahin.